Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22, Folge 117 hier auf der neuen Mini-Brunnen und wir sind hier kräftig am Arbeiten. Mit dem Steier wird noch Unkraut bekämpft. Ich denke, die letzte Bahn werde ich hier selber fahren müssen, weil wir kennen ja die Problematik hier immer mit den Bäumen am Rande des Feldes. So, und dann werden wir heute noch ein bisschen Hofarbeit machen müssen. Wir werden ein bisschen Gülle fahren und zwar in die BGA, nicht, was ihr denkt, aufs Feld, sondern wir haben natürlich jede Menge Gülle in den verschiedenen Stellen und die werden wir fahren. Dann denke ich auch vielleicht Mist in die BGA und natürlich Silage, damit dort ein bisschen was gemacht wird und gearbeitet wird, damit unsere BGA auch wirklich was tut und Geld verdient. So, aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier mit dem Steier fertig werden und mit der Unkrautbekämpfung hier bei uns in diesem Monat. Ich glaube, das müsste soweit passen. Wir schauen mal kurz rein. So, Dele, haben wir noch irgendwo offene Stellen? Ach, da oben ist noch ein Eck. Das müssen wir wohl noch machen. Okay, okay, okay. Ja, okay, dann klappt nochmal aus, bitte. Auf unserer wunderschönen neuen Mini-Brunnen, der Alpenmap, unser Alpenprojekt. Folgen neue Mini-Brunnen. So, ich denke, das müsste jetzt gewesen sein, oder? Ja, da vorne ist noch ein kleines Stückel. Da hat sich irgendwo noch ein Stück hier versteckt. Ich glaube, das war's gerade. Hervorragend. Und nochmal, okay, okay, aber jetzt ist gut. Jetzt packen wir weg. So, Dele, und es ist Mittwoch und mittlerweile ein Tag her, dass der LS25 oder wie auch immer angekündigt wurde. Ich muss sagen, ich weiß es noch nicht, denn ich bin auch ein bisschen in Erwartung und in Vorfreude sozusagen, weil die Folge hier nehme ich am Montag auf. Und mittlerweile dürften sich dann die Informationen gesetzt haben. Wir werden natürlich auch oder haben, in dem Fall, wenn ihr das Video seht, haben wir natürlich im Livestream auf der Alteiche mit Sicherheit über diese Ankündigung The Future of the Farming Simulator werden wir uns unterhalten und besprochen haben. Und ich bin wirklich gespannt, was es da dann gab. Wir werden es dann wissen. Und ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze, was auch immer dort präsentiert wird, gesagt wird, gezeigt wird, wie ihr dazu steht, was eure Meinung dazu ist. Da bin ich mal echt drauf gespannt. So, Dele, ansonsten dürfen wir gespannt sein auf unser nächstes oder unser, ja, nächstes neues Projekt. Ich hoffe, das kommt auch bald. Die Oberschwaben vom Yogi. Und ich denke mal, die Würfel sind gefallen. Natürlich wird dann eine Map wegfallen oder ein Projekt wird sich dann leider verabschieden müssen. Und das wird die Galgenberg sein. Denn dann werden wir zukünftig natürlich die Oberschwaben vom guten Yogi spielen. Wir werden die Alteiche spielen, wenn wir noch lustig sind, vom Kalle. Und dann haben wir ja dieses wunderschöne Projekt, wo jetzt schon viele, viele, viele Stunden drin stecken. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das Ding hier ordentlich noch an die Wand gesetzt bekommen, nicht an die Wand gefahren. Okay. Und ab damit. So, Dele, und jetzt wollte ich hier euch noch was zeigen, denn ich habe mittlerweile mit dem Fendt auch noch das Ackergrasfeld hier entsprechend gedüngt und aufgepäppelt. Und ihr seht, es ist im Wachstum. Das hatten wir abgeerntet und es war ja eigentlich auch klar. Trotzdem war ich mir ein bisschen unsicher und wir haben den Fehler gemacht, dass wir schon mal, ich glaube, zweimal hier dann auch eine andere Frucht draufgepackt haben. Also insofern Fehler vielleicht eher, ja, relativ, aber wenn ihr ein Ackergrasfeld habt, dann braucht ihr da auf jeden Fall nichts tun, wie normales Gras. Es scheint nachzuwachsen, ist im Wachstum, aber muss natürlich entsprechend bearbeitet werden mit Kalk, Dünger und Ähnlichem. Und das haben wir gemacht, sind also hier jetzt im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes, und fahren mit unserem kleinen Fendt mal rüber und bringen auch hier das Anbaugerät weg. Hup, da müssen wir aber aufpassen. Denn ich glaube, er hat ein bisschen zu wenig Gewicht auf der Vorderachse. Da müssten wir auf jeden Fall nachsteuern, denn wir haben ja über 3,5 oder 3.500 Liter Material hinten drin. Sollten dann natürlich auch das entsprechende Gewicht haben und deswegen hebt es uns ein kleines bisschen aus. Wir haben also ein bisschen, wir schieben über die Vorderräder, wie man dann so schön sagt. Nennt man das dann Untersteuern? Ich glaube ja.
Ja, dann fahren wir einfach ein bisschen vorsichtig. Dann bringen wir das Ganze safe ins Haus sozusagen. Und dann werden wir uns ein kleines bisschen hier um die Hofarbeit kümmern. Denn wie gesagt... Ups, oh, da hat er geschoben. Eieieiei. Denn wie gesagt, wir werden jetzt erstmal von unserem Hof oben, von unserem Alpenhof, von unserem Berghof, holen wir mal die Gülle. Eio. Das ist fast wie im Winter. So, ein bisschen näher ran, damit wir besser sehen, wo wir jetzt das Ganze hier abladen bzw. hinstellen. Wir lassen mal den Dünger drin. Okay. Und dann bringen wir den Kollegen schon mal so in vorsichtig in Stellung bei unserer Werkstatt, damit wir dann hier wieder normale Bereifung draufkriegen. So, Dele, aber wenn wir den Dünger holen, Quatsch, die Gülle holen wollen, dann brauchen wir ein bisschen mehr PS. Dann nehmen wir doch, glaube ich, ihn hier, ne? Sehr schön, da kommen wir auch ein bisschen vorwärts. Und da haben wir ja dann einen Gülle-Fass auf einem Drehschemel. Und dann holen wir hier mal das Güllefass, das müsste da hinten stehen. Und dann bringen wir mal hier die BGA wieder zum Laufen. Wir werden auch Mist reinwerfen, denn im Moment müssen wir ja nichts mehr düngen. Und natürlich auch Silage haben wir ja auch. Sehr schön. Dann fahren wir mal hier vor. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ach so, ja klar, der steht hier nebendran. Da steht der Johnny. So, Dele. Ja, jetzt versuchen wir mal unser Glück. Wenn wir den mit dem Helfer, den können wir auf jeden Fall mal hierher bringen. Ich glaube, das müsste klappen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch klappt. Natürlich mit dem Verkehr. Ah, hier müssen wir auf jeden Fall, glaube ich. Oder nicht, oder doch? Ja, ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen nachfüttern. Deswegen steht ja auch der Krone hier. Und da kippen wir immer den Hühnern, machen wir dann immer schön Ackergras rein. Das passt schon wieder. Aber irgendwas habe ich da nebendran verschüttet. Naja, okay. So, Dele, jetzt rüber zum Johnny. Und dann holen wir nämlich den Anhänger von Oma Tanner. Und ich muss einfach sagen, das ist ein schöner Mod, denn man macht sich natürlich dann auch ein bisschen das Leben leichter, wenn man gerade große Mengen an Material hier durch die Gegend fährt und dann eben nicht nur mit 20.000 oder 30.000 Liter, sondern wenn wir halt natürlich schon 100.000 oder 150.000 Liter Silage oder ähnliches haben, dann tut man sich natürlich da etwas leichter. Den Anhänger, den stellen wir einfach mal hier auf den Parkplatz zu unseren Häckslern, zum Großfuhrpark sozusagen. Wer hätte mal gedacht, dass wir auf dieser Map, wo wir eigentlich mit kleineren, mittleren Maschinen arbeiten wollen, hier mal tatsächlich den Xerion haben. Oder eben den großen Jaguar. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, da vorne. Dann schnappen wir uns. Und da sind natürlich auch wieder die Rehe. Eieieiei. Weil mit dem Anhänger holen wir uns mal die Silage aus unserem Fermenter-Silo und werden das hier in die BGA werfen. Und die Miste, ich glaube, da haben wir auch 40.000, 50.000 drin. Und unsere Kühe produzieren ja fleißig, fleißig. Also insofern können wir das auf jeden Fall auch in die BGA kippen. Denn bis wir das nächste Mal unsere Felder düngen oder bestreuen müssen, da haben wir noch ein bisschen. So, wie gesagt, der hat eben den Vorteil, dass wir hier wirklich jede Menge Material reinkriegen. 200.000 oder sogar 250.000 Liter. So, während er das macht, können wir mal schauen. Oh, er fährt noch. Ich übernehme selbst, danke. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt, so wie es aussieht. Denn die Lager sind voll und wir müssen das Material irgendwie zu Geld machen.
Und auf der anderen Seite haben wir ja natürlich jede Menge Gärreste, mit denen wir dann düngen könnten. Also geht hier praktisch nichts verloren. Und hier mit Schmackes in die Kurve. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, einmal um 180 Grad. Wir müssen hier links rum. Boah, ist das nicht eine Aussicht hier? Neu-Mini-Brunnen. Stark. So, jetzt muss ich mal schauen. Wo war denn jetzt... Hier war Mist. Ja, doch, hier, klar. Hier. Sehr schön. Wie viel Gülle haben wir denn hier im Kuhstall? Ja, okay. Ja, da kriegen wir das Fass auf jeden Fall voll. Okay, 3000, das passt soweit. Achso, was wollte ich noch gucken? Ja, Mist, auch nur 3000, das passt schon. Also, dann sind wir hier erstmal gut aufgestellt. Sehr schön. Und wie gesagt, wir dürfen gespannt sein, wann endlich im Mod-Hub die Oberschwaben erscheint. Und wir drücken natürlich die Daumen, da sie auch für die Konsole kommt. So. So, links ist frei, rechts ist frei. Dann gebe ich mal hier... Gas. 21.000 Liter passen da in das Fass. So, jetzt geht das ganze bergab. Jetzt kriegt er natürlich ein bisschen Speed drauf. Und wir biegen hier vorne bei der Molkerei einfach mal links ab. Ich habe immer das Gefühl, dass das, glaube ich, etwas kürzer ist. Also gefühlt kürzer. So, diesmal müssen wir niemanden hier bedrängen, beziehungsweise auf dem Zebrastreifen uns Sorgen machen. Keine Fußgänger in Sicht, sehr schön. Und ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr sicher, weil wir hatten ja mal dieses Phänomen, dadurch, dass ja der Schweinestall so ziemlich dicht an der BGA steht, dass anscheinend die Gülle direkt vom Schweinestall rübergeht in die BGA. Aber mittlerweile, jetzt muss ich mal schauen, hier, wo zeigt das an? Hier, Mist 6000, Gülle 48. Ich glaube, da waren wir schon mal weit über 200.000. Das hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst. Und auch der Bestand an Gülle in der BGA nimmt ab. Also da scheint sich irgendwas geändert zu haben. So... Dann bringen wir hier mal die Produktion ans Laufen. Ah, Gülle läuft schon. Okay, sehr schön. Ah,
So, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, wenn wir jetzt hier die Gülle abtanken, dann hatten wir in der Vergangenheit, glaube ich, immer das Problem, dass die auch in der BGA verschwindet. Also wir haben jetzt hier 34. Ja, wusste ich es doch. Das ist nämlich witzig, ne? Also wenn wir hier die Gülle eigentlich hier beim Schweinestall abpumpen, dann ist es die Gülle aus der BGA. Ganz merkwürdige Geschichte. Nur wenn eben dann die BGA leer ist, dann kann man hier wirklich die Gülle abtanken. Aber wir können mal Folgendes probieren. Nee, er nimmt tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, liegt das eventuell an der Erweiterung? Weil das hier ist eine Erweiterung, eine Gülle-Erweiterung, die einfach die Kapazität erhöht. Und die habe ich hier installiert, weil halt eben definitiv hier die Gülle kein Ende genommen hat bei den Schweinchen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man jetzt mit Manure-System arbeiten würde und halt hier direkt dann das entsprechende, den Schlauch ranbringt, dann hätten wir hier keine Probleme. Dann bringen wir einfach nochmal das Material rüber. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, sobald die BGA leer ist, dann funktioniert es. Und dann werden wir den Fenty aus dem Weg nehmen. Und dann kommen wir mit dem Johnny und werden mal Silage nachkippen, 70.000. Sehr schön, denn wir brauchen auch ein bisschen Strom für unsere Wasserpumpe hier. So, wir bleiben mal hier stehen. Und dann spurten wir rüber zum Johnny, der mittlerweile ja voll sein müsste mit dem Anhängermod von Omatana. Ah, hier um den Kollegen muss ich mich auch noch kümmern, um die Direct Disc 500. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob wir hier da dranbleiben, weil damit haben wir ja das Ackergrasfeld gehäckselt und irgendwie kam ja dabei kein Häckselgut, sondern einfach nur, nee, das Ackergras und wir haben auch das Grasfeld damit gehäckselt, glaube ich. Aber das war dann eben kein Häckselgut, sondern nur Gras. Aber ob das dann jetzt am Ende was einen Unterschied macht bei der Silage, das dürft ihr mir übrigens auch gerne in die Kommentare schreiben, das weiß ich echt nicht. Ob das dann doch mehr Material ist, rein theoretisch, müsste natürlich gehäckseltes Material wesentlich besser silieren und gären als eben ungehäckseltes, als Gras. Aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ob das jetzt hier für uns einen Unterschied gemacht hat. So, wie sieht's aus? Ah, ist voll, ist klar, nee. Dann gehen wir jetzt mal, ah, ich vermute, aber da wird noch Material drin sein. Nee, ist leer, hervorragend. Dann können wir nämlich nochmal rüberfahren und Miste holen. Dann haben wir nämlich das Ganze auch leer. Die Tierchen sind ja so weit versorgt, die sind gefüttert, da werden wir aber demnächst auch Milch hochbringen müssen. Da produzieren wir übrigens jetzt auch, weil wir so viel Milch haben und die Milch wird ja nicht durch die anderen Produktionen, die wir da gerade am Laufen haben, weniger. So, weil wir schauen mal ganz kurz rein, die Produktionen. Und ich bin, es müsste weiter oben sein, hier haben wir es auch, mit Butter, Käse, Schokolade, da kommen wir einfach nicht hin, dass wir die Milch, die wir hier nachkippen, dann auch wirklich wegbekommen. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile, lasse ich jetzt auch Landmilch produzieren und ihr seht es, 10 Milch werden zu 10 Landmilch, aber man bekommt dann ungefähr so 10-15% mehr Geld für die Milch, die man hier verarbeitet hat. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir hier demnächst dann auch Haferdrink erstellen oder vielleicht sogar Sojadrink. Ja, da brauchen wir das Öl. Da müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt haben. Das müssen wir nämlich, ja. Aber wir haben ja auch jede Menge Sonnenblumen angesät, die wir dann eben ernten können. So, 55.000 Miste. Alles kein Problem mit dem Anhänger von Omatana. Da braucht man nur nämlich einmal fahren, kann das ganze Material abschöpfen. Und dann bringen wir das hier nämlich auch noch zur BGA und dann sind wir auch schon wieder mal für eine Folge für heute fertig, die wir hier wieder auf der Neumini-Brunnen produziert haben, die wunderschöne Alpenmap. Unser Projekt hier in den Alpen, was wir mal ursprünglich mit kleinen und mittleren Maschinen so ein bisschen angedacht haben, aber jetzt ja dann doch im ganz, ganz großen Stil mit großem Gerät hier eben dann doch bearbeiten und bald, bald denke ich, uns das ganze Tal gehört. So, wir schmeißen Miste an und produzieren Strom. Strom wird im Moment noch verteilt. Da müssen wir mal ganz kurz reinschauen.
Wasser. Ja, da haben wir genügend elektrischen Strom. Also das heißt, wir können jetzt hier den Strom aufverteilen bzw. direkt verkaufen setzen. So ist es richtig. Methan und die Gärreste behalten wir natürlich. Die können wir dann noch weiterverwenden. So, Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich bedanke mich wieder mal für die Zeit, fürs Zusehen und sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Baden-Farmer.